Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play hier in E3S 2 im Multiplayer. Mit dabei habe ich den DJ, der steht schon daneben hier. Jo, was geht? Mit seiner schönen Flammenlackierung. Und irgendwann voll bekloppen, der da durch meinen LKW da durchfährt. Wir haben wieder ein Problem und zwar, lasst uns einen Auftrag suchen. Das wird schön. Haben wir das wieder Problem wieder? Ich glaube ja. Fangen wir in Dortmund an. Was hast du da als Versandort? Also sag mir mal, wo du hin musst. Ich habe Amsterdam. Nein. Duisburg. Nein. Bratislava. Nein. Frankfurt. Ja. Frankfurt hast du Dortmund, Frankfurt? Dortmund, Frankfurt, ja. Nehmen wir. Von Trieti nach Trado. Ich habe Transinet nach Trado. Ja, macht nichts. Dann nehmen wir das, ja. Jo. Perfekto. Ist auch von der Zeit her gar nicht mal so schlecht. Dann können wir einen Part füllen. Auf jeden Fall damit schon mal. Trado vor. Jo. So, wir halten uns natürlich heute mal wieder sehr an die Verkehrsregeln. Sehe, ich habe doch einen Blinker drin. Ja, klar. Deswegen sag ich ja. Ja, du warst ja letztens bei mir im Livestream dabei, ne? Bei ETS 2 im PDE. Da ist das ja nicht so alles so schön gelaufen. Da gab es ja auch ein paar Beschwerden, dass ich wie eine Sau fahre und so. Das ist mir ja auch. Aber Leute, man hat halt nun mal einfach Tage, die nicht so gut sind. Und es soll direkt nach der Gamescom. Der fährt wie eine Sau. Rote Ampel und zieht einfach rüber hier. Wie gesagt, so kurz nach der Gamescom kann man das eventuell noch verstehen, wenn man ein bisschen schlechter gelaunt ist, aber dafür haben normale Menschen halt kein Verständnis, weil sie es einfach nicht gewöhnt sind. Ja. So. Hast du irgendwas anzusprechen oder so? Ach, komm gleich erst, wenn wir auf der Autobahn sind. Okay. Jetzt mal meinen Trailer abholen, ne? Ja, ich stehe noch an der roten Ampel, weil ich muss mich an die Verkehrsregeln halten. Komm, die Bullen! Nehme ich direkt mit. So, wo muss ich denn jetzt hin? Wo bist du denn jetzt? Die an der roten Ampel immer noch. Muss nach Trieti. Das liegt, ich weiß nicht, ob das auf dem Weg liegt. Ich sehe ja noch nicht die Navigation in Richtung Trieti? Frankfurt. Warte, ich schau mal vom Map. Mit M war das, ne? Map. Ja, ja. Trieti musst du hin? Ja. Okay, ich hole dich da vorne an der Kreuzung da ab, da muss er irgendwo rein. Ja, genau, richtig. Mal hier jetzt rein. Hat mich wieder einer schön gerammt. Echt? Ja, ja. Boah. Es wurde kritisiert, dass ich ja die Leute wegramme, wenn sie mich vorher weggerammt haben. Aber wenn die Administration dann leider Gottes nicht so viel macht, dann muss man da selber die Zügel in die Hand nehmen. So ist das Leben, Leute. Sag immer, entweder das Leben fickt euch oder ihr fickt das Leben. So ist das halt. Das ist so, ist es halt. Ich habe mich von Anfang an schon dazu entschieden, dass wenn, dann bin ich der Ficker. Und nicht der gefickt. Eine ganz klare Kiste hier. So, ich hoffe, so, meinen Anhänger habe ich jetzt? Ich glaube nicht, weil du wirst mir gar nicht angezeigt. Auf Tab. Ja, ich komme ja jetzt. Ja, fahr du einfach in Richtung Autobahn. Dann müsst. Ja, da. Ja, dann fahr du schon mal geradeaus weiter, ja? Fahr einfach schon mal weiter. Ich komme jetzt mit Anhänger direkt da rausgeschossen. Einfach weiter geradeaus fahren. Jetzt kommt er hier. Kommt da. Na gut. Du bist so schnell. Fahr. Ich hatte letztens ein Video gesehen, dass die bei ETS 2 MP sogar versuchen, so einen Doppelanhänger hinten dran zu hauen und sowas. Ja. Sah sehr interessant aus. Das sah wirklich interessant aus. Aber wobei, schauen wir mal. Das gäbe, glaube ich, noch mehr Chaos, als es jetzt schon teilweise so ist. Aber wieso muss eigentlich immer ich vorfahren? Damit ich was zum Lachen habe, falls du einen Unfall brauchst. Ah ja.
So. Ja, sag mal an, wenn du was zu sprechen hast. Wir sind ja gleich so gut wie auf der Autobahn. Da hat jemand anders einen Unfall gerade. Echt? Ja. Warte, sofort in die Free... Oh, ja. Oh, wie hängt der denn da? Warte, ich geh mal in die Freecam, schau mich ein bisschen an. Ja, was ist da weg los? Ist er. Schild umgerissen. Oh, scheiße. Aber ich glaube, der ist gegen den Baum gefahren, der hatte ein Brett vom Kopf. Aber ich werde jetzt erstmal noch eine Runde tanken gehen. Hier vorne ist nämlich eine Tanke. Ja. Und der Typ hinter mir hat ordentlich gehupt. Ich glaube, da hat die Synchronisation mal wieder zugeschlagen. Aber der juckt mich nicht. Hier durch? Nee. Natürlich passt er da durch. Alter. Mach die Rundumleuchte aus. Hab ich gar nicht an. Ich hab gar keine bei mir drauf. Haben wir? Ja, ja. Okay. Komm, Schild nehme ich mit. Das sah so schön aus. Wollte ich mir mitnehmen als Souvenir, weißt du? Ja, ja. Sah gut aus, ne? Meinst du, ja, oder was? Oh, ich dachte ja. Vollgas! Oh, ich bin schon auf Vollgas. Ich fahr da schon 70. Jo, gleich Autobahn, ey. Der zieht da um die Kurven, ey. Ja, ich dachte, komm. Ich bin extra leise gewesen. Komm, konzentrierst dich mal fest, aber mit 60 steh in die Kurve rein, aber. Natürlich ja. Ist bei dir die Rundumleuchte an. Nein, ich hab keine Rundumleuchte. Nein. Doch, am Hänger ist er an. Nee, bei mir nicht. Da ist bei mir nichts an, oder? Nee. Ich hab das gerade gesehen hier. Kannst du dann ja in dem Video, kannst du dir das dann angucken. Was machst du denn da? Bremst du da jetzt wieder ein Bekloppter oder was? Ach doch, ja, Rundumleuchte war doch an. Okay. So, fahr weiter. Hab ich ausgemacht. Ja, dann sprech Thema an. Autobahn sind wir. Jo, was für ein Thema. Ich habe jetzt so nichts Dramatisches dabei. Wir haben einen Zusammenschnitt von der Gamescom jetzt endlich mal online, ne? Mhm. Ich denke mal, wenn das Video kommt, dann haben wir schon beide Tage online. Ah, das Video hier, das kommt erst irgendwann. Ich weiß gar nicht wann. Da hast du recht, dann sind alle beide Tage online. Ja, wie gesagt, Thomas war bei mir mal in dem ETS 2 im PDE Livestream dabei, weil Hardy ja aktuell, glaube ich, keinen Bock auf gar nichts hat. Wegen. Hast du das Video gesehen von Hardy? Nö. Hat er jetzt endlich ein Video mal gepostet, nach, glaube ich, 2 Monaten oder so Inaktivität. Endlich mal ein Statement gegeben. Okay. Ach ja, ey. Ich finde es immer so zum Kotzen, wenn YouTuber so, weißt du, wenn, ich weiß nicht. Kann das ja respektieren, wenn man keine Zeit hat, ne? Aber dann sollte man auch nicht mit YouTube anfangen. Ja, es gibt immer wieder mal so Klamotten, die sich dann halt so ergeben, wo man dann eben keine Zeit hat. Wie schnell fährst du? 90 ist maximal. 100 fahr ich. Hm. 90. Ja, beschweren gut. Sich ein paar. Sonst kommt wieder, ach, ich darf eigentlich nur 70 mit einem Anhänger. Was ist mir so scheißegal, ja komm, lass 100 fahren. Schön gerade. Ja, wie gesagt, also ich weiß nicht, so... Ich meine, ich kann das ja verstehen, wenn man mal ein bisschen demotiviert ist oder so, ne, aber... Eigentlich dürftest du noch nicht mal 190 fahren, sondern nur 89. Nein, 70. 89? Darf mit meinem Anhänger nur 70 fahren. Ja. Und was man so allgemein fahren darf, das ist mir scheißegal. Wenn das Spiel mir als Geschwindigkeitsbegrenzung 90 vorgibt, dann gehe ich davon aus, dass das realistisch ist. Und wenn nicht, dann ist das keine richtige Simulation. Von dem her. Du bist aber immer noch arschweit hinter mir, ne?
Ich fahre jetzt nur noch 90. Ja, ich hole aber langsam auf. Ja, du hast auf jeden Fall recht, also Gamescom-Videos sind online. War lustig, so langsam erhole ich mich. Tja. Auch gut nach einer Woche, Alter. Habe ich mir heute Morgen immer noch nicht so ganz vorstellen können. Ja, aber ich muss mich erholen. Wenn es nach mir gegangen wäre, ich wäre heute Morgen noch liegen geblieben. Morgen geht für mich die Schule los. Das heißt, wenn ihr ein bisschen nachrechnen könnt, dann wisst ihr jetzt, was für ein Wochentag ist. Und ich weiß nicht, das fickt mich komplett, ey. Alter, musst du dir mal vorstellen, weißt du, ich wieder Schüler, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Du wirst wahrscheinlich sowieso der Älteste sein in der Klasse, wo? Ja, ich glaube auch. Dann kannst du ja sagen, klar, ich bin 100 Mal sitzen geblieben. Ja. Naja, rein theoretisch bin ich der Älteste, klar, weil, ich meine, wenn wir jetzt mal so ein Musterschüler, so die Laufbahn mal so sehen, dann könntest du eigentlich locker in der Klasse mit 16 schon sein, ja. Weil das ist ja nun mal einfach nach dem Realschulabschluss, um Fachabi nachzumachen. Das heißt, das könnte auch sein, dass da echt 16-Jährige dabei sind. Und ich mit 21. Ein paar Jahre älter. Ja. Ja, aber was soll ich machen? Mein Gott, ich meine, das ist nun mal einfach das, wo mich mein Weg jetzt hingeschlagen hat. Es wäre quasi blöd, was anderes zu machen, weißt du, wenn ich eh durch YouTube schon da so integriert bin in diese Mediengeschichte, ja. Das ist einfach so mein Gebiet. Ja, das stimmt. Ja. Und wie die dich alle anhupen, wenn sie dir entgegenkommen, ey. Als ob die nichts anderes zu tun haben. Normal. Was geht sonst so bei dir? Ja, alles, was nicht angebunden ist, ne? Jetzt mal wieder ein bisschen auf YouTube konzentrieren und auf Arbeit konzentrieren. Ja. Mal schauen, wie sich das bei mir überhaupt alles miteinander verbindet. Schule, dann YouTube und Fitness. Das ist alles nicht so einfach unter einen Hut zu bringen. Irgendwas bleibt da immer auf der Strecke liegen. Und Schule kann ich mir nicht erlauben. Tja, irgendwas bleibt immer hängen. Wenn ich da schon hingehe, ja, ich meine, wenn ich da jetzt hingehe und ich versaue das, dann habe ich 2 Jahre meines Lebens vergoldet und das wäre scheiße. Deswegen muss ich da auch wirklich Gas geben und da auch mein Fachabi machen. Oh ja, das stimmt wohl. Achso, aber wir könnten ja nochmal darauf eingehen, dass hier einige YouTube-Kommentare da sind. Unter deinem Video und unter meinem Video hier von wegen, ich hätte gelbe Zähne. Leute, seid ihr bekloppt oder was? Er hat gelbe Zähne. Ich hab das auch schon heute zu Thomas gesagt. Ich war damals, als ich noch privatversichert war, über meinen Vater, da war ich damals bei, logischerweise, das ist ja so, wenn ihr privat seid, dann wollen die Zahnärzte immer euch extra Sachen andrehen und sowas, die ihr natürlich dann auch annehmt, weil sie werden ja eh bezahlt von der Kasse. Und dann habe ich halt da so Zahnreinigung und alles Mögliche umsonst bekommen, was so ein normaler Kassenpatient überhaupt nicht bekommt, der darf das dann bezahlen. Und dann habe ich halt mal so die Zahnreinigungsfrau da gefragt, wie das aussieht, ob sie irgendwelche Tipps für mich hat, dass ich meine Zähne heller bekomme, weil ich jetzt auch nicht gerade die weißesten Zähne habe. Also die sind auch leicht gelb oder gelb, wie man das ja so schön im Volksmund sagt. Und dann hat sie einfach zu mir gesagt, also sie hat danach geguckt nochmal und die meinte zu mir, es ist scheißegal, ob ich die Zähne 100 Mal am Tag putze, ob ich, was weiß ich, was ich für eine Zahnpasta nehme, ob ich Mundspülung nehme, das ist alles scheißegal. Die Farbe, die ich jetzt aktuell habe, das ist meine Naturfarbe an Zähne. Die lässt sich nur unter einer einzigen Möglichkeit heller machen, und zwar mit Bleaching. Ja, das heißt, dass also, die... sprich bleichen. Ja, dass die weiß gefärbt werden, so gesehen. Und Leute, ganz im Ernst, das kostet 400 Euro und hält so circa 2 Jahre. Da habe ich damals schon keinen Bock drauf gehabt und das bezahlt man nicht die Krankenkasse. Wieso auch? Deswegen habe ich da ganz klar gesagt, nein. Und es gibt viele Menschen, die nun mal einfach gelbe Zähne haben. Das ist nichts Tragisches. Da kann man auch gar nichts für. Klar, es gibt auch die Idioten, die sich die gelb trinken, aber durch Kaffee, Cola, Limo und sowas. Aber ja, dazu gehöre ich. Weil ich bin nun mal ein Kaffee-Junkie. Unter 2-3 Liter am Tag läuft ja gar nichts. Kaffee. GameKeys und GameCards.
MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen.